Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ihr dürft mich erstmal in den Kommentaren auch vollkommen zu Recht beschimpfen, wenn ihr das möchtet, dass so lange nichts kam, aber das hat etliche Gründe. Vielleicht erkläre ich das sogar irgendwann mal in einem separaten Video, aber es war ja Zeit, Unmotiviertheit, Fußball an sich und ja, obendrein dann noch das FIFA und die Frames und alles mir ein bisschen Sorgen bereitet haben und ich deswegen lange Zeit nichts richtig auf die Reihe bekommen habe. Aber ein Kumpel hat mich dann letztens darauf angesprochen, ey, in den Kommentaren, da warten die Leute noch auf ein Comeback sozusagen. Ja, jetzt habe ich mal wieder was gemacht. Ich versuche jetzt auch wieder regelmäßig etwas hinzukriegen. Ab ja, Freitag, beziehungsweise am nächsten Freitag ist ja dann auch die neue FIFA-Version, die dann nicht mehr so heißen soll, auf dem Markt. Da werde ich wahrscheinlich auch mal was ausprobieren mit. Und ja, jetzt ist das fürs Erste das Comeback, wenn man es so nennen möchte. Wenn ihr noch dabei seid, vielen lieben Dank. Ich hoffe wirklich, es geht euch gut und ihr hattet ein ja, gutes letztes, ja, über ein halbes Jahr wahrscheinlich. Aber jetzt soll es erstmal losgehen. Seht es mir ein bisschen nach. Ich bin auch etwas außer Kommentatorenform. Hab das jetzt auch, ja, monatelang nicht gemacht. Trotzdem viel Spaß dabei. Es sind jetzt erstmal die drei Spiele geworden. Aber das soll es nicht gewesen sein. Für jetzt zwar erstmal schon. Aber es kommt mehr in den nächsten Wochen. Das verspreche ich. Jetzt viel Spaß beim Zuschauen und vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Es läuft beim VfB Stuttgart durchaus rund und so war man zu Hause gegen den SV Darmstadt auch am Freitagabend in der klaren Favoritenrolle. Darmstadt holte zwar den ersten Punkt gegen Gladbach, aber verspielte dort eine 3:0-Führung. Der VfB Stuttgart mit 9 Punkten nach 4 Spielen trumpfte hier auch gut auf. Enzo Mio ist das, der nach 9 Minuten die erste große Chance auf Seiten der Schwaben hat. Allerdings nach 10 Minuten noch an Schuhn scheitert, der hier aus kurzer Distanz aber noch gut reagieren kann. Der VfB Stuttgart auch weiterhin die bessere Mannschaft. Darmstadt auf die Defensive konzentriert. Mio ist das nochmal, der den Ball hält. Doppelpass mit Karazor. Girassi nochmal raus zu Karazor. Wann wird denn hier endlich mal was drauf? Sie sind geduldig. Sie spielen bis zum Ende und dann ist der Ball drin. Silas mit der Vorlage. Angelo Stiller, der Nutznießer. 1:0 für den VfB. Schwer besetzt der Darmstädter 16er, aber trotzdem zu weit weg. Und dann in diesem Spiel wird es bestraft durch gut aufgelegte Stuttgarter, die in der 45. Minute sogar noch einen nachlegten. Ciro Girassi mit dem 2:0. Das war schon so etwas wie die Vorentscheidung. Und diesmal Darmstadt aufgerückt. So ist das, wenn man in der Vorwärtsbewegung den Ball verliert. Die Quittung kassierten sie hier noch vor dem Seitenwechsel. Und auch in der zweiten Halbzeit war es ein ähnliches Bild. Stuttgart spielte, hatte Spaß daran und Enzo Mio gut und auffällig heute sogar noch mit dem 3:0 in der 75. Minute legt ihn mit der Seite vorbei an Schuhn zum 3:0 Endstand. Das war klar, das war deutlich, das war auch verdient in der Höhe. Darmstadt hatte nicht wirklich was entgegenzusetzen und die Schwaben führen zumindest für heute die Tabellenspitze an. Die Stimmung beim FC Bayern München könnte durchaus besser sein, obwohl man nach 4 Spielen mit 10 Punkten dasteht. Jetzt ist der VfL Bochum zu Gast und der leistet sich diesen Fehler im Mittelfeld. Kay läuft alleine aufs Tor von Riemann zu, aber der bleibt lange stehen, kommt dann die entscheidenden Meter raus und kann den Ball mit einer Glanzparade noch ebenso halten. Aber der FC Bayern München, wie erwartet, dominant. Der VfL Bochum in der ersten Halbzeit kaum mal nach vorne unterwegs und nach 28 Minuten stand es dann 1:0 für die Gastgeber. Das war schnörkellos durchgespielt. Musiala mit diesem guten Ball, der Querleger dann noch das Topping drauf. Sané muss ihn nur noch über die Linie schieben.
kurz vor der Pause dann aber doch mal der VfL, Kevin Stöger, der hier aus aussichtsreicher Distanz den Kasten auch nicht so weit verfehlt. Sven Ulreich wäre sonst wohl aber auch in dem Eck da gewesen, um den zu parieren. Aber es zeigte, der VfL Bochum war zumindest noch nicht tot und es stand ja auch nur 1:0 nach 45 Minuten. Da hatte sich der FCB vielleicht etwas mehr vorgenommen. Durchgang Nummer 2, gewohntes Bild. Der FC Bayern kommt. Coman braucht dann aber vielleicht etwas zu lang zum Abschluss. Riemann kann das dann klären. Knappe Stunde jetzt von der Uhr. Coman auf Goretzka und diesmal klappt es wieder. 2:0. Ein wunderschönes Tor von Bayerns Nummer 8. Setzt den oben rechts in den Giebel. Da war nichts zu halten für Riemann. Dennoch Bochum auch immer wieder mit Nadelstichen, so wie hier. Kevin Stöger, der auffälligste und treffsicherste beim VfL Bochum mit dem 2:1 Anschlusstreffer. Es konnte also nochmal Spannung aufkommen. Bochum bemühte sich, kam aber nicht wirklich zu Chancen und Bayern konnte dann auch die Räume dahinter nutzen. Und wenn man das so macht, dann ist sowieso alles gut. Harry Kane mit dem 3:1 in der 90. Minute sieht dann aus knapp 20 Metern, dass Riemann zu weit vorm Kasten steht und setzt ihn dann oben rein. Ein schönes Tor, das diese Partie entscheidet. Bayern gewinnt souverän und verdient mit 3:1 gegen den VfL Bochum. Das Topspiel am Samstagabend zwischen Werder und Köln ist eher ein Krisenspiel. Werder hat ja zumindest schon einmal gewonnen und wollte jetzt auch zu Hause die extrem punktlosen Kölner überraschen und schlagen. Und nach 7 Minuten ging es dann auch gut los. Marvin Ducksch mit dem 1:0. Ganz punktlos der erste FC Köln, ja nicht mehr einen haben sie auf der eigenen Seite, aber wenn man so verteidigt, dann muss man sich nicht wundern, wenn nicht viele dazukommen. Werder war gallig und hatte dann nach einer halben Stunde auch das 2:0 sich erarbeitet. David Kovnatski mit dem Abschluss taucht dann plötzlich frei vor Schwebe auf, der nichts mehr ausrichten kann. Vor der Pause dann aber mal die Möglichkeit für Köln ranzukommen. Davy Selke. Die Ex-Bremer haben ja zuletzt gerne gegen Werder getroffen. Hier der Ex-Veteraner Davy Selke, aber noch zu unpräzise. 2:0 zur Pause, souverän und entspannt, weil Köln auch sehr, sehr wenig machte. Und das war auch im zweiten Durchgang so. Wir sind schon in der Schlussphase. Werder Bremen konnte noch ein paar Konter setzen. Marvin Ducksch noch einmal, muss eigentlich querlegen. Setzt den Ball an die Latte. Kovnatskis Kopfball von Schwebe pariert, sollte aber am Ende nichts mehr machen. Diese Chancenverwertung. Werder gewinnt mit 2:0 und stößt Köln tiefer in die Krise. Jo, das soll's dann fürs Erste gewesen sein. Nächste Woche dann auch mit EAFC oder wie auch immer man das gerne bezeichnen möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und ansonsten, wenn ihr Interesse habt, meinen Musikprojekt in Anführungszeichen euch mal anzuhören. Schaut in die Videobeschreibung, da ist der Link drin. Würde mich freuen, wenn ihr da reinhört. Ansonsten macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein und adios. Wäre selten dämlich, ich bin Klugscheißer oder war es Flugschreiber? Hab was mit Kurt Cobain zu schaffen wie die Foo Fighters. Hörst du die Liebe in der Stimme? Peace an Tiere und Gesindel, hau mir meine Rübe weg und ich beam mich in den Himmel. Was hab ich bloß getan?